Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute ganz kurz gezeigt, wie wir unserem Android-Smartphone in eine Wireless-Cam verwandeln können. Beziehungsweise ja auch, aber in eine ganz normale Webcam für PC, ja, damit wir für Videochats nutzen können oder was auch immer. Aber eben auch in eine Wireless-Cam, ja, IP-Cam, die übers Netzwerk erreichbar ist, ja, kann man auch als Überwachungskanal einsetzen oder wie man möchte. Das geht ja ziemlich schnell und einfach. Und zwar gibt es hier eine ja kostenlose App hier, Droid Cam nennt sich das. Die kann man sich hier über den Play Store, jetzt ist mir hier okay, einfach herunterladen. Hier Droid Cam nennt sich das. Ich habe das jetzt schon installiert hier. Das ist das hier in dem Fall. Genau, es gibt natürlich auch eine Pro-Version. Version, ja, uns reicht jetzt aber jetzt hier die kostenlose Version. Ich schließe das jetzt mal wieder. Ja, ich habe das jetzt, wie gesagt, schon installiert. Sieht dann eben so aus hier, wenn das geht auch ganz schnell. Wenn wir das starten, dann wird hier einfach genau unsere IP-Adresse hier eingeblendet, die aktuelle IP-Adresse. Und hier haben wir ja noch ein paar Optionen hier, die wir ändern können. Ja, wir können eine Frontcam oder Backcam auswählen. Ein bisschen die FPS beschränken, damit hier die Batterie ein bisschen geschont wird, ja. Und so weiter. Mikro und so weiter. Ich lasse das jetzt mal so als, ja, alles beim Standardeinstellungen hier. Und genau, auf dem PC, da brauchen wir auch hier den Droid Cam Client, ja. Den könnt ihr euch hier von der offiziellen Webseite hier herunterladen. Wenn ich das jetzt hier, genau, das ist die hier, dev47apps.com, ja, das ist so die offizielle Seite. Hier gibt es noch mal ein paar, so eine kurze Beschreibung, was man alles damit machen kann, ja, Wireless Webcam und so weiter, die Features und hier, was man, der Unterschied zu dem Pro-Version, die ein paar Euro kostet, ja, hier kann man noch ein bisschen mehr Schickimicki machen, wie Controls, ja, Blitz, Autofokus und so weiter. Ja, wir lassen jetzt hier bei der kostenlosen, wie gesagt, hier ist der Client für Windows, ja, einfach hier herunterladen, irgendwie hier, ja, Client Version 6.0 aktuell. Ich habe das jetzt schon installiert, ich kann das ja noch mal. Zack, das ist jetzt einfach eine kleine, ja, ZIP-Datei hier, eine Archive, die müssen wir dann einfach hier entpacken und installieren, das Programm. Ja, ich habe das jetzt genau schon installiert. Ich cancel das mal. Ja, nach der Installation sieht es so aus, ist ein klitzekleines Programm hier. Und wenn wir das eben starten, hier haben wir genau die Möglichkeit, einmal hier ein Wi-Fi-Server zu erstellen oder eben hier über USB als Webcam anschließend. Ja, bei mir ist jetzt schon angeschlossen und ich starte das jetzt einfach mal. Demon startet successfully. Genau, und schon, das ist jetzt mein Handy hier, ja, als Webcam. Das ist jetzt hier meine Hand. Ja, hier kann man genau mit einem Klick ja auf Pause stellen, sozusagen ausschalten und einschalten. Hier kann man dann noch mal hier zack. Und genau, das sind jetzt die Optionen für die Pro-Version, die glaube ich 4 Euro kostet. Hier kann man ja zoomen und blitzen und Autofokus und drehen und so weiter. Ja, genau, das ist jetzt okay. Das ist jetzt hier, wie gesagt, über USB-Anschluss hier, ja, angeschlossen und als Webcam sozusagen. Ich stoppe das jetzt mal und werde das mal als Wi-Fi hier als LAN
Okay, aber ich denke, wir gucken noch mal, beziehungsweise, genau, das ist jetzt unsere IP-Adresse hier, die müssen wir korrigieren, anpassen, ja. Das ist in meinem Fall hier, oh nee, 255.4, der Port passt. Ich überlege gerade, okay, ja, genau. Wir starten das jetzt einfach mal, ja. Sieht jetzt so aus und jetzt, ja, versuchen wir mal über den Browser darauf zuzugreifen. Der Port war hier 4747, ja, einfach die IP-Adresse hier eingeben und mit dem Doppelpunkt Port 4747. Schon Verbindung mit einer Tränen und abbrechen. Ah, ich habe das jetzt. Ja. Wir trennen jetzt einfach mal die Verbindung. Genau. Und schon haben wir jetzt hier die Cam. Wir können, ah, hier kann man über Netzwerk hier kann man doch ein bisschen steuern. Das ist jetzt übrigens die freie Version. Ja. Hier steht nochmal Datum, Uhrzeit, FPS kann man hier ein bisschen beschränken. Oder auch nicht. Foto speichern, Autofokus, ja, Blitz. Wow. Okay, und hier kann man zoomen. Also das kann man jetzt auch, als wenn man das als Wireless Cam, als Netzwerk Cam benutzt, ja, oder IP Cam, wie man es nennen will, dann sind die Funktionen hier, sehe ich gerade auch, nutzbar, ja, freigeschaltet. Foto speichern, okay. Und ja, das war's eigentlich. Hier kann man noch mal die, wow, hier kann man, ich gucke mal. Ah, okay, das geht nicht, aber 720, das ist immerhin. Ja, jetzt meine Hand wieder hier. Genau, und schon können wir jetzt ja von einem anderen Smartphone oder Laptop oder Tablet, was auch immer, uns hier ja die Adresse hier in dem Browser aufrufen und ja meinetwegen hier als Überwachungscam beziehungsweise uns hier die Cam anschauen. Ja, ja, das finde ich ganz cool, das funktioniert auch super gut, finde ich. Also ich habe auch andere Apps versucht, probiert und das hat bei mir jedenfalls nicht so gut funktioniert. Das fand ich jetzt am besten hier, ja. Also Droid Cam nennt sich das. Ja, kostenlos, wie gesagt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ja damit helfen und dass es euch ja gefallen hat. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich, ja. Und ja, über ein Abo oder Like freue ich mich natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal.